Ganz klar bringt Klimaerwärmung Gefahren für den Tourismus, für unser Unternehmen, für die Schweizer Jugendherbergen. Wir sind an verschiedensten Destinationen mit unseren Betrieben vertreten, in den Bergdestinationen, wo der Wintersport ist. Und wenn wir eine Klimaerwärmung haben, dann wird innerhalb der nächsten 50 Jahre wird die Schneegrenze, wo eben noch Wintersport betrieben werden kann, sinken, respektive wir werden Betriebe, die heute auf Grössenordnung 1700, 1800 Meter sind, werden wir enorme Probleme haben. WWF als Ganzes ist eine sehr tolle Organisation, die wir seit Jahrzehnten verfolgen. Mit der Climate Group, die entstanden ist, haben wir uns sehr gut identifizieren können, zumal unser Leitbild genau die Gedanken aufnimmt, die eben über die Climate Group gelebt werden. Wir sind da ein Partner, wo wir sehr grosse Unternehmungen auch miteinander können, Erfahrungen austauschen, wo wir miteinander können, Beitrag leisten, dass eben diesbezüglich Verbesserungen herbeigeführt werden. Im ganzen Einkauf achten wir sehr stark darauf, dass wir Produkte verwenden, einkaufen, die auch vom Anfahrtsweg, von Produktionsstätten her gerecht ist. Wir haben aber auch in unserer Organisation einerseits für unsere Gäste die Möglichkeit, dass CO2-Kompensation stattfinden pro Übernachtung. Und auf der anderen Seite tun wir sämtliche gefahrenen Kilometer und auch die Flugmeilen kompensieren mit MyClimate. In unserer Unternehmung Klimaschutzmassnahmen in sämtlichen Bereichen. Das fängt an von der Küche, geht über das ganze Housekeeping bis zum Bau. Die Baumassnahmen, die wir machen, sind nach Eco-Baustandard. Wir haben Minergie in den bestehenden Häusern, die renoviert werden, die wir einführen. Aber auch der ganze Zielvereinbarungsprozess, den wir mit sämtlichen Mitarbeitenden durchführen, basiert auf ökologischen Zielen, die vereinbart werden. Die Klimaproblematik ist nicht eine Problematik, die man heute aufsetzt, weil es modern ist, sondern ist etwas, wo man von innen her muss die Überzeugung haben und auch leben. Und entsprechend ist das auch für mich privat ein sehr wichtiger Bestandteil. Als Vater von zwei Töchtern weiss ich, was die sollen erwarten in der Zukunft. Und entsprechend versuchen wir auch das tagtäglich zu leben. Das fängt im Kleinen an mit dem Einkauf, mit dem Lichtausschalter, respektive Sparlampen, mit dem Entsorger, Recycling. Geht aber auch hin, dass die Bauweise von unserem Haus entsprechend gemacht worden ist. Ja, es ist wichtig und ich denke, was als Familienvater ich besonders stolz bin, ich habe meine Tochter motivieren in unserer Branche, also in der Hotellerie zu arbeiten und sie ist bereits in einem Hotel verantwortlich für den ökologischen Bereich in ihrem zweiten Lehrjahr.